Ich habe vor einiger Zeit eine Predigt gehört über Daniel in der Löwengrube. Und diese Predigt war sehr interessant, weil der Prediger hat sie gebraucht, um zu erklären, dass Schwierigkeiten, notvolle Situationen, Krankheiten etwas sind, was Gott uns auferlegt und was wir willig zu tragen haben. Er hat gesagt, Daniel war dem Herrn treu und hat ihm gedient und kam in diese Bedrängnis mit der Löwengrube. Und genau so haben auch wir das zu dem, was der Herr uns einfach zu tragen gibt. Und er erklärte damit, dass wir willig die schwierigen Dinge, das Leiden, die Not, die Krankheit zu tragen haben, ohne dagegen anzugehen. Das ist etwas, was der Herr uns gibt. Ich war sehr irritiert über die Predigt, denn ich dachte mir, wenn man versucht, theologisch hinzubiegen, dass Krankheit und Not und Mangel von Gott sein soll, dann ist diese Geschichte wirklich nicht dafür geeignet. Denn der hat sie nur bis zur Hälfte erzählt. Die Geschichte von Daniel in der Löwengrube ist tatsächlich eine Geschichte, wo Daniel in große Bedrängnis kommt, aufgrund seiner Treue zu Gott. Aber die Story ist da ja nicht zu Ende. Es geht ja weiter. Der Herr sendet Engel, es kommt zu einem gewaltigen Sieg. Sämtliche Feinde werden vernichtet. Daniel wird erhoben, das heißt Segen satt, Segen pur. Alle Bedrängnis, alle Schwierigkeiten weichen und zwar in einer Art und Weise, dass sie nicht mehr vorkommen. Der Feind ist erledigt. Dieses Ding wird zu einem Tor des Segens für Daniel. Und genauso müssen wir das verstehen. Wenn du aus einer aus Kreisen kommst, wo man dir sagt, Krankheit und Not und Mangel und Schwierigkeiten sind von Gott und du musst sie einfach nur tragen, dann musst du wissen, das ist nur die halbe Story. Es geht weiter. Es ist gut, wenn du das durchaus sagst, okay, ich rebelliere nicht dagegen. Aber du musst es zu Gott bringen und sagen, Herr, ich erwarte, dass du eingreifst, wie bei Daniel. Ich erwarte, dass du deine Engel schickst. Ich erwarte, dass es zu einem Sieg sich wandelt. Ich erwarte, dass der Feind aus meinem Leben verschwindet und dass ich letztlich gesegnet, gestärkt, erhoben daraus hervorkomme. Und das ist das, was Gott für uns hat. Schau mal, im Neuen Testament lesen wir immer und immer wieder, dass Jesus alle Menschen heilte, die sie zu ihm gebracht haben. Alle. Etliche Male steht das Wort alle da. Und in der Apostelgeschichte heißt es, Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die vom Teufel überwältigt waren. Denn Gott war mit ihm. Er tat wohl und er heilte. Wen? Na, die Menschen, die vom Teufel überwältigt waren. Das heißt, denen es schlecht ging, denen, die krank waren, denen, die Gebrechen hatten, denen, die Probleme hatten. Er kam und tat Gutes, heilte sie, befreite sie. Und genau das ist es, was Jesus auch heute in deinem Leben tun möchte. Er möchte dich aus deiner Not und deiner Bedrängnis rausholen. Er möchte in dein Leben eingreifen und dir Segen geben. Bleib nicht bei der halben Story, indem du sagst, okay, ich nehme das Leiden aus der Hand des Herrn, sondern erwarte auch, dass der Durchbruch und der Sieg aus der Hand des Herrn für dich kommt und dass der Feind in deinem Leben, was immer das sein mag, erledigt und beseitigt wird. Wir haben einen besonderen Tag des Gebetes für das Jahr 2012 auf dem Herzen, nämlich den 23. März. Und ich lade dich ein, einfach deine Gebetsanliegen uns zu schicken. Wir werden gemeinsam mit dir dafür einstehen, wir werden dafür glauben, wir werden dafür beten und erwarten, dass du auch mit uns glaubst und betest an diesem besonderen Tag, den wir ansonsten komplett frei halten von allem anderen. Ein Tag des Gebetes, wo wir genau das erleben wollen. Dass Gott seine Engel sendet, dass der Löwenrachen, was immer der Löwe in deinem Leben sein mag, verstopft wird, der Feind besiegt wird und du gesegnet hinauskommst aus der Bedrängnis, in der du dich gerade befindest. Wir glauben, Gott hat mehr für dich.